Also ich freue mich, wenn ich hinten starte. Ich habe so viel Angst da vorne. Das Witzige ist, ich habe so viel Angst vorne, dass ich eh vorsichtig fahre und eh alle immer, ich setze mich als Zweiter gestartet, sind alle an mir vorbeigefahren. Ich war wieder Letzter. Also. Und was bin ich? Oh, ich bin Fünfter. Two, schon Boris wieder. Erster, Okay. Zweiter, Chemie, Boguslav, Aichi, Virtu. Also Virtu und Aichi werden dann wahrscheinlich wieder angreifen. Ich habe schon wieder Kodierungsprobleme. Warum? Hä? Da habe ich ja noch 44 Sekunden Zeit. Okay, geht los. Good luck, have fun. Yep, you too. Ey, scheiße, ey. Irgendwas haut nicht hin mit der Aufnahme. Das muss ich später mal checken, ey. Go, go, go! Go, go, go! Boah, übelst am Rumrutschen. Ey, die erste Kurve wird jetzt eine Katastrophe. Ich fall jetzt Boris bestimmt in den Rhein. Hey, bremst nicht schon? Nee, das Rot kam jetzt erst. Von dem Rück. Schön außen bleiben, da kann mir nichts passieren. Boah, boah. Und bin ich wieder Letzter. Ich schaff's, Alter! ne? Ich bin so vorsichtig, dass ich in der ersten Runde, in der ersten Kurve immer schaffe, egal wo ich Echt jetzt starte, dass noch, ich wieder hinten bin. Leute? Ey, jetzt war übelst eng da vorne wieder. Oh Gott. Na gut, ich starte immer hinten. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Oh, nein, 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 nein! Links von dir! Los, links ist frei, jetzt zieh rüber! Ich hab's gesehen, aber ich konnte es nichts mehr ist machen. Links von dir! Links Ich konnte ist nichts jetzt machen, frei! Alter. You got some serious suspension damage there. 32% Schaden! Ach du Oh, Scheiße. das ist scheiße. Oh, ich hab's noch gesehen, aber ich konnte nichts machen. Fuck. Was mach ich denn da jetzt? Keine Ahnung, ob das jetzt hier irgendwie. Ich weiß noch nicht so genau, wie sich das jetzt aus. Gott. Wie sich das jetzt hier auswirkt. Wahrscheinlich auf den Topspeed nachher. Ja, weil es ist übelste Sorte. The gap in front has increased. It's now about 4.4. Aber es lohnt sich, glaube ich, nicht reinzugehen. Ich bin eh Doch. so vorletzter Grad. Echt? Dann geh gerade rein, wenn du Vorletzter bist. Ist doch scheißegal. Reparier das Ding und dann fährst du zu Ende. Ich hoffe, die reparieren ja, das gut, du auch. Musst ja noch Reifen wechseln, ja, scheiße. Ah, der eben, das ist ja noch drin. Fuck. Kann ich nicht, das kann ich. Oh, scheiße, so schnell kann ich das jetzt nicht Ding ausschalten. Dann. Oh Gott. Wagenverwaltung. Was? Das ist nicht Wagenverwaltung. Ja, Rennstrategie. Oh Gott. Alter, der Wecker wackelt aber auch wie Sau jetzt. Strategie aus anpassen. Gott. Ich glaube, der hat das jetzt schon gespeichert. 32%, ich bin voll frontal reingeknallt. Der dreht sich so weg. Also er kommt irgendwie, ich weiß nicht was war, er dreht sich auf einmal so weg und fährt, rollt so voll auf die Bahn zu, wieder auf die Strecke. Und ich bin ganz außen rechts und ich sehe nur noch, wie er langsam auf mich zukommt. Ich konnte da nichts mehr machen so. Weil das war dann genau in dieser scheiß Kurve, wo dann auch noch die Bande da rechts so krass nah dran ist. Vielleicht hätte ich auf dem Rasen noch fahren können, aber knapp. Naja, ich glaube nicht. Ich glaube, selbst mit dem Rasen hätte ich es nicht mehr geschafft. Aber frontal, weißt du, seitlich wäre es nicht so schlimm. Seitlich wäre es nicht so schlimm gewesen, dann kriegt man scheinbar keinen Schaden, keine Ahnung. Ah, jetzt war's naja, schon mal Dritter. Alles cool. Na, kenne ich das Gefühl, ich war von uns auch Dritter. Das war schön. Fahre ich erstmal Box. Weil ich eigentlich es keinen Sinn macht, jetzt eine Box zu fahren. Ob das wirklich Sinn macht. Was? 50? Look out for the pit speed limit. Oh Gott. Das dauert bestimmt jetzt Jahrhunderte. Oh Gott. Das geht eigentlich, muss ich sagen.
Ist ja nur Aerodynamik. Wenn jetzt irgendwie. Ich habe nur Aerodynamik drin jetzt. Wenn jetzt irgendwas anderes kaputt gegangen wäre, Motor oder so, hätte ich es nicht repariert. Aber ich bin nur wieder 0%. Aber ganz schnell die. Wie lange ich das noch machen kann. Rennstrategie. Oh Gott, mein Herz, Alter. Ich glaube, das hüpft gleich aus der Brust raus. Regenreifen. Das ist übelst abartig. Also bei mir ist ganz chillig hier hinten. Wenn ich da aus meiner Box rausfahre, genüsslich. Ja, ich bin gerade hinter Würde. Ich muss noch Punkte mitnehmen. Wenigstens Punkte mitnehmen. Die Chemie jagt mich halt hinterher. Ich glaube, Eichi hat vor uns aufgegeben. Das heißt, er kriegt keine Punkte. Ja, ich glaube auch. Oh, fuck. Sorry. Oder aus... Ja, red lieber nicht. Konzentrier dich. Ja, wenn du redest, stürzt mich jetzt nicht so. Wenn ich rede, ist es schwierig. Das meine ich ja. Deswegen sage ich ja, red lieber nicht und konzentrier dich. Ich dachte, du meinst, du redest nur. Egal. Ich rede gerne in der dritten Person von mir. The guy behind the catch engine, the gap's now 15 seconds. The leader has just done a 141.36. Aber wenigstens haben wir so über, die erste Kurve ohne Unfall geschafft, glaube ich. Das ist schon eine Verbesserung bei uns. Aber trotzdem, ich starte als Fünfter und fahre so vorsichtig in die erste Kurve rein, dass ich wieder Letzter rauskomme aus der Kurve. Das ist wie immer so. Selbst wenn ich Zweiter bin, passiert das. Ich finde es aber auch mega schwierig und anstrengend herauszufinden, wo sind jetzt die Gegner. Wo sind denn mein, die anderen so? Ah, schön repariert hier, wie ein neues Car, ey. Funkelnagelneu, Leute. Ja, ist so gesagt, dass du jetzt nochmal Reifen wechseln musst, wenn es regnet, ne? Ja. Aber wie gesagt, mit dem Schaden kannst du vergessen, wenn du richtig lang. Oh nein, jetzt ist nochmal mein Ton aus. Och, kacke, ich hasse dieses Programm. Okay, Leute, ich höre jetzt rein gar nichts mehr. Ich höre jetzt, wenn du brauchst, jetzt würde ich sowieso nichts mehr sagen zu mir. Ich höre nichts mehr. Ich höre auch keinen Ton mehr. Das ist richtig scheiße. Das ist jetzt richtig scheiße. So, wenn jetzt TeamSpeak ausgehen würde, kein Problem. Aber wenn jetzt der komplette Ton vom Spiel ausgeht, also ihr im Stream, ihr in der Aufnahme, ihr hört den noch. Aber dadurch, dass ich so Virtual Audio Cable und so ein Gedöns verwende und dieses Programm, was ich dafür verwende, ist halt kostenlos. Ja, aber man kann, wenn man donatet, kann man sich das Programm halt auch kaufen. So. Und als netten dran erinnern, wird alle 6 Stunden das Programm einfach mal ganz kurz ausgemacht, bis ich auf einen Knopf drücke. Ja, dann sagt, hey, möchtest du jetzt spenden? Und dann sage ich halt, nee, ich überlege noch. Und dann geht der Ton wieder an. Ja, das ist natürlich ein bisschen unpraktisch für mich jetzt, weil ich kann nicht raustappen und auf diesen Knopf drücken. Aber vielleicht nachher, wenn es... Oh, scheiße, vorhin hat mir der Crew-Chief so gut geholfen, weil er gesagt hat, jetzt fängt es gleich an zu regnen. Dann wusste ich, ob ich jetzt reingehe oder nicht. Jetzt höre ich das leider nicht. Alter, nur Schwierigkeiten heute. Aber wie immer. Aber ist nicht so schlimm, soll nicht schlimm sein. Beim nächsten Mal achte ich da mehr drauf. Vielleicht mal so eine Checkliste machen, auf was ich alles achten muss, bevor ich den Stream starte. Bevor ich die Aufnahme mache. Oh Mann, ey. Egal, aber so kann ich vielleicht viel besser fahren, weil jetzt habe ich nur noch eine Sache, auf die ich mich verlassen kann. Auf meine Augen. Das heißt also, ja, ordentlich fahren. Problem ist natürlich, vorhin gab es mehrere Runden mit Action. Da waren dann irgendwie 3 Leute vor dir und so. Dann sind die Runden so schnell rumgegangen. Jetzt fahre ich die ganze Zeit wieder alleine. Da gehen die Runden halt nicht so schnell rum. Und jetzt ist noch so einsam geworden, weil ich gar keinen Ton mehr habe. Ich habe keinen Motorton. Jetzt ist so richtig einsam jetzt hier. Jetzt würde ich ganz alleine in der Antarktis auf so einen Schlitten, mit einem Schlitten fahren. Ohne Hunde, Leute. Ohne Huskies, die den ziehen. Einfach ganz alleine. Man zieht ihn selbst hinter sich her, mit seinem bisschen Gepäck, was man drauf hat. Und es ist einfach nur übelste Stille. Vielleicht hörst du ein bisschen Wind oder so. Oder in meinem Fall hört man mich die ganze Zeit labern. Hat vielleicht auch den Grund, warum ich jetzt die ganze Zeit laber. Weil es ist so still. Ich höre mein Lenkrad die ganze Zeit so leicht rumquietschen und rattern. Meine Bremsen, mein Gaspedal. Ach, so schön. Würde einfach mal ein bisschen runterkommen, Leute. Entschleunigen. Das soll nicht immer alles so krass sein. Ich hoffe, ich ärgere Sven jetzt die ganze Zeit nicht. Ich glaube jetzt, ihr wisst ein Scheiße und vorhin hinter ihn halt so dadurch ein bisschen.
Oh, ist das schön. Das ist einfach so ruhig. Ich kann das euch ja gerne mal anmachen für euch, Leute. Ich werde einfach mal den Ton jetzt für euch ausmachen in der Aufnahme. Und dann wisst ihr, wie ich jetzt fahre. Nämlich sehr ruhig. Und versuch mal, also mit dem Schalten ist jetzt halt alles nur visuell quasi. Weil ich höre ja gar nichts mehr. Jetzt nur da unten auf diesen Kreis achten, ob der jetzt voll ist oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich fahre besser. Kann aber auch sein, dass ich einfach noch langsamer geworden bin. Blaupritz hört schon wieder auf. Ja. Sehr ärgerlich. Ich hoffe, es fängt bald an zu regnen. Aber das war gerade eine Runde. Oh Gott. Die Zeit vergeht überhaupt nicht jetzt. Die Zeit vergeht es überhaupt nicht. Oh Mann. Oh. Und hier schön bremsen. Das Problem ist, man hört auch zum Beispiel beim Bremsen jetzt nicht, ob die Reifen blockieren oder sowas. Was ja immer ein ganz gutes Indiz, wenn man von der Bremse ein bisschen runtergehen sollte. Und nicht drauf stehen bleiben soll. Not so easy, Leute. Not so easy. Oder das Rutschen der Räder fehlt halt irgendwie, wenn man um die Kurve fährt, damit man weiß, okay, gleich verliert man wahrscheinlich die Kontrolle oder so. Oder man driftet ein bisschen. Ich meine, das kannst du ja nicht alles durch das Lenkrad hören, fühlen. Weil es gibt halt ein paar Sachen, die kann man nicht simulieren durch ein bisschen Wackeln am Lenkrad. Ist einfach so. Das Feeling, das Rennfeeling ist komplett weg jetzt. Scheiße, ey. Aber nachher kann ich... Soll ich raustappen, während ich in der Box bin? Bin ich so krass, nur um Ton wieder zu kriegen? Gehe ich das Risiko ein? Denk schon. So, nein, das wollte ich doch draußen bleiben, nicht infahren. So, was ist denn jetzt meine schnellste Runde? Potenzial 1,44. War auch schon mal besser. Letzte Runde war 1,46. Ach, scheiße. Langsam unterwegs. Und wieder eine Runde rum. War so ganz allein auf meiner Strecke. Habe keinen Ton an. Ist auch nicht so schlimm. Ich singe einfach für euch. Das ist schlimm für euch, ihr armen Schweine. Da vorne kam jemand aus der Box raus. Wieso war jemand in der Box? Hat jemand einen Unfall gehabt oder was? Oder hat er gerade gesagt, es fängt gleich an zu regnen? Hat der Crewchief gesagt, es fängt an zu regnen? Ich hab's nicht gehört. Oh, vergessen zu schalten. Ist nicht so easy, Leute. Leben als Rennfahrer ist es nicht so einfach. Guck mal, ich habe jetzt halt einen Hörsturz. Ich höre einfach nichts mehr. Aber ich kann das Rennen deswegen ja nicht aufgeben, Leute. Nur weil ich nichts mehr höre. Wenn ich nichts mehr sehen würde, es wäre was anderes. Aber nichts hören? Scheiß drauf. Okay, Tony. You're in this guy in. Ich sehe ja noch was. 4.1. Das rieche ich ja noch. Wenn das ein echtes Auto wäre, würde ich noch was riechen. Ich frage mich gerade, wer da vorne rumguckt. Ist ein bisschen nervig, jetzt jedes Mal da unten zu gucken, wenn ich schalten muss. Mache ich zwar... Oh, das ist Boris. Das mache ich zwar noch relativ oft auch so noch, aber oft schaltet man auch so ein bisschen nach Gefühl, nach Gehör. Unterbewusst einfach. Da muss man nicht so krass drauf achten. Boris fährt nur weg. Jetzt schön hier außen bleiben. Runterschalten und dann kann man hier schön rum. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich hab's aber nicht gehört, dass es gequietscht hat. Also darauf schiebe ich das jetzt mal. Ich hab nicht gehört, dass ob das irgendwie. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl gerade, aber ich glaube, hätte ich jetzt noch irgendwie vielleicht was gehört. Ey, wo runden die mich gleich alle? Hätte ich noch ein bisschen was gehört, dann wäre es bestimmt jetzt, hätte ich es vielleicht noch fangen können oder so. Da ich wieder Schaden vorne. Fuck. Ja, ich habe mich wieder zurückgesetzt. Das gibt, ich weiß nicht, die Serie gucken ja nicht so viele Leute. Ja? Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich das vielleicht mal irgendwann fragt. So, ja, wir haben das drin. Man darf sich so zurücksetzen, weil wir auch nicht gefunden haben, wie man das ausschalten kann. Und wenn das halt an ist immer, nutzen wir es halt auch einfach. Die Kurve. Oh, rutscht schon wieder. Okay, hier habe ich es noch abfangen können. Hier habe ich es noch gemerkt, auch wenn ich es nicht gehört habe. Ich glaube, es fängt gleich mal an zu regnen. Das wäre ganz geil.
Du bist der Einzige, der sich auf den Regen freut, weil ich dann in die Box kann und meinen Turm wieder anmachen kann. Ah, was da alles schief gehen kann, ne? Stell dir vor, du bist im 24-Stunden-Rennen, also ein richtiges 24-Stunden-Rennen, gibt's ja Leute, die machen das. Und dann bist du dran und dann fährst du vielleicht 2 Stunden oder so. Und dann geht dir einfach der Ton aus. Du kannst ja nicht raustappen auf einmal. Nur weil dein Ton aus ist. Dann musst du halt 2 Stunden in absoluter... Ey, guck mal, selbst stell dir vor, du hast noch Musik im Hintergrund laufen in den 2 Stunden oder so. Du hörst nichts mehr. Gar nichts. Gut, ich könnte den Computer... also ich könnte quasi Alexa fragen, dass sie dann irgendwie was macht, aber... Das wäre noch eine Alternative. Die überrunden mich hier gleich alle. Was zur Hölle? 8. Runde. Vor uns hat es ungefähr in der Zeit auch angefangen zu regnen. In der 8. Runde. 8., 9. Runde ungefähr. Ich bin, glaube ich, so langsam jetzt, ne? Dadurch, dass ich nichts mehr höre. Ach Gott, ey. Gleich werde ich überrundet. Das wird jetzt richtig schwierig. Ich höre nicht, ob er neben mir ist. Weil, wie er rumwackelt so ein bisschen. War gerade hier wieder einer in der Box. Vielleicht haben wir jetzt die Information schon bekommen, dass es gleich regnet. Oh ja, und da regnet es scheiße. Das heißt, so schnell wie das stärker wird, boah, muss ich mich echt beeilen, dass ich die Runde noch schnell zu Ende kriege. Und dann hoffen, dass ich am Ende der Runde noch gut fahren kann, um in die Box zu kommen. Und nicht so viel Zeit verliere. Ich glaube, Alter, da ist ja hinter mir irgendeiner. Oh Gott, ich sehe nichts. Alright, Tony. We've seen a few spots of rain. Doch, muss ich nicht durchlassen. Doch, ist er weit genug weg. Boah, fuck, ey, ich fall voll raus. Alter, ich sehe gerade auch nichts. Ey, das ist so schlimm. Ich muss halt. Ich gucke halt, wie ich gerade fahre, was für eine Geschwindigkeit ich habe. Und so weiter. Und. Gott. War mal ein bisschen weiter außen jetzt. Wenn er vorbei. Oh lol, ein bisschen weiter außen, wo fahre ich lang? Nein, da ist ja noch einer! Oh Gott, die habe ich nicht gesehen! Oh, da ist ja noch einer auf einmal! Lol, wo kommt der noch einmal her? Oh fuck! Oh, dieses scheiß Rot da oben. Du, das kann ich gut erkennen noch, dass du endlich machst du mal die scheiß Scheibenwischer an, ey. Alter Falter. Oh, kacke, ich hoffe, ich habe jetzt. Ich habe Chemiklo jetzt, oder wer das da. Ja, Chemiklo. Jetzt nicht irgendwie gestört da oben. Alter, was für eine Kacke. Ich hoffe, ich habe ihn nicht aufgehalten. Ich wusste nicht, dass der da war. Alter, guck mal, wie meine Traktionskontrolle übelst ausrastet gerade oder ausgerastet ist kurz. Oh Gott. Nein, nein, nein. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Oh, fuck. Oh nein, nein. Oh nein, ich bin noch nicht mal drin. Oh, lol, ey. Ey, jetzt aber schnell raustappen, ey. Das ist unglaublich. Nein, ich... What the fuck? Oh Gott, ey. Na gut, jetzt habe ich wenigstens wieder Ton. Ach, du hörst mich wieder? Ja. Übelst erstaunender Box gerade, ey. Viermal gleichzeitig. Du und mir und Dings... Ja, hey, der Tanken und Reifen wechseln doch nicht gleichzeitig? What the fuck? Wieso nicht? Hä? Lol. Weiß ich nicht. Oh ja, Virtu kommt natürlich noch vor mir raus. Fuck. Ich hänge jetzt mitten in eurem Pulk drin, das ist noch schlimmer. It's now 13 Celsius. Das stimmt, ja. Also ich habe gerade den ersten durchgelassen. Ich weiß, das jetzt war. Und dann kam auf einmal noch Chemie dahinter, oder? So schnell konnte ich gar nicht die Bahn frei machen. Alter. Er ist wieder übelst matschige, übelst weiche Lenkrad-Einstellung jetzt. Also ich gucke die ganze Zeit auf die Karte da oben, weil ich gucken muss, wo die Leute sind, die ich vorbeilasse. Muss man noch mehr angucken jetzt. Nervig. Now.
Also, kein gutes Rennen für mich gewesen jetzt. Ich hoffe, ich krieg's noch so zu Ende, dass ich noch vor Blauprinz vielleicht noch bin. Gott. Side tires are cold. Ich habe gerade gehört, dass die Reifen kalt sind. Oh Gott. The gap behind has now decreased to 14 seconds. Blue flag. Blue flag? Ja, ich fahre schon weit außen. Der Feind ist rechts. Auf der rechten Seite gibt es keine Gegner mehr. Auto rechts. Es ist alles wieder frei auf der rechten Seite. Und nur noch drei Runden. Das schaffe ich. Ist aber richtig, Alter. Leichter Regen. Leichter Regen, ja. Ja, wir müssen echt mal ein Special Event machen mit Sturm oder so. Das muss ja richtig krass sein. Die gibt es ja so richtig mit Blitzen und Donner und so. Soll es ja geben. Die bremsen auch richtig gut hier. Ich habe vorhin mal übelst früh gebremst, aber das wusste ich ja gar nicht in der Stelle hier. Gott, reich. Aber dass er den Scheibenwischer so spät anmacht, hat mich richtig genervt gerade. Krass ist, ich bleib sogar ein Wuppel dran gerade. Happy. Fuck. You're out of track limits there. Einmal bremsen nicht so gut, die Bremsen. Was ist denn hier los manchmal? Wäre aber nicht, einfach nicht so schnell, glaube ich. Gio, auf was bezog sich das gut reagiert? Gerade als ich rausgefahren bin, oder? Your tires are cold, watch out. Oder war das noch etwas länger her, dein Kommentar? Gott, glaub mir, sind jetzt rangekommen. Was ist denn da los? Scheiße, fahre ich zu? Ich glaube, ich fahre gerade zu passi. Der wackelt doch hin und her die ganze Zeit. Bestimmt, weil ich Schaden hatte. Der wurde ja repariert, lol. Last lap. Da irgendjemand im Pit drin? The pit window is closing. Blauprinz, Alter, aggressiv, ey. Kommt da immer näher. Ach, auf die blaue Flagge meinst du, okay. Ja, ja, habe ich gut gemacht. Leute vorbeilassen, das kann ich gut. Was jetzt aber so eine gute Eigenschaft ist, weiß ich noch nicht so genau. Das kann ich noch nicht so ganz einschätzen. Werden wir gleich sehen, wenn ich Blauprinz vorbeilasse. Alter, wie matschig das ist. Jetzt regnet er doch stärker als vorhin, Alter. Oh Gott, ey, ich fahre so langsam. Nicht gut. Blauprinz direkt hinter mir. Übelst rangefahren jetzt. Na ja gut, der hatte vor uns auch keine Regenreifen drauf. Keine. Weiß das hier in Sachsen. Naja doch, zwei hat er gehabt. Oh shit, shit. Ach, Kacke. Wo ist er denn jetzt? Der Feind ist auf der linken Seite. Jetzt ist nichts frei. Ich trau mich nicht. Was? Was? Was war jetzt los? Was war jetzt los? Hä? Was war das denn jetzt? War ich neben ihn? Ich weiß es nicht. Einmal, wo ich bin ich hinten weggedreht. Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr ran.
Sicher, dass ich so gut bin im Vorbeilassen, Leute? Was war das denn jetzt, ey? Was bedeutet die Zeichen unten rechts, links, neben den Bremsen? Was für hier Zeichen? Jetzt stottert's wieder. Bestimmt diese Kameraansicht ist das wahrscheinlich. Irgend so ein dummer Effekt wahrscheinlich, der drin ist. Den ich aber noch ausmachen muss irgendwie. Was geht? Was geht? Ah, du bist Vierter geworden. Yep. Ich hab euch Warum gibt denn der Eichi immer auf? Eichi, was ist los mit dir? Warum gibst du immer auf? Hast du Runde? Ich weiß nicht, was das sollte. Einer rechts von mir, einer links von mir und beide haben mich nach innen gedrückt. Dachte ich mir so, ja toll, dankeschön. Richtig geil, ey. Was flackert denn die Grafik bei dir so komisch rum? Keine Ahnung. Okay. Hauptsache, es funktioniert. Irgendwas ist hier noch hinter dir passiert. Das hab ich nicht mitgekriegt. Ne? Ja, ich hab das dann ganz gut mitbekommen jetzt gleich. Ihr. Ja, irgendwer hat sich, Eichi hat sich, glaube ich, vorher nochmal weggedreht. Ja, ich glaube. Dann in der übernächsten Korb oder sowas. Also hier ist halt. Was Boris touchiert. Hier ist halt noch. Der Blauprinz hat Boris touchiert. Und das, was jetzt kacke war halt. Aus meiner Perspektive, ich sehe halt, wie er sich so dreht. Und denke mir so, oh, scheiße, komm ich. Guck mal, da ist auch noch so eng da an der Ecke. Und ich denke mir so, nein! Voll reingeknallt. Vielleicht hätte ich es noch schaffen können, wenn ich irgendwie auf dem Rasen gefahren wäre, vielleicht. Vielleicht hätte ich es dann noch schaffen können. Keine Ahnung, zeig's nochmal aus deiner Perspektive. Ich kann es ja mal direkt zu dir zeigen. Schön langsam. Da sehe ich so, oh, die kämpfen da ganz schön krass. Da kann ich bestimmt schön vorbei. Dann sehe ich, oh, scheiße. Oh nein. Oh nein, er kommt auf mich zu. Oh nein. Weich aus, Denji. Nein. Oh, nein! Links von dir! Hätte ich weitergemacht, ja, wäre ich halt gegen die Wand geknallt. Ja, wäre ich weiter rechts gefahren, dann... Also ich habe gerade gesehen, dass ich mich aufgehört habe, nach rechts zu fahren, nach rechts zu lenken. Wahrscheinlich, weil ich sonst, wenn ich die Kurve noch weiter gefahren wäre, wäre ich vielleicht dagegen geknallt. Also, die Geschwindigkeit war ja auch ein bisschen höher. Und das ist ja die Geschwindigkeit. Kannst du mal Echtzeit machen, ne? Echtzeit ist da nicht. Da kannst du halt nicht mehr viel machen. Ja, ne? Kannst nicht viel machen. Da kommt halt voll quer. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall nicht deine Schuld. Also. Ja, hab ich ja nicht behauptet. Wir wollen überlegen, ob ich es vielleicht schaffen könnte. Aber Schuld, weil er ist ja in Bogus reingefahren. Aber ich glaube... Hat sich dadurch weggedreht. Ich glaube, wäre ich jetzt... Ich hätte zeitlich das gar nicht mehr ändern können. Also selbst wenn ich jetzt versucht hätte, auf dem Rasen zu fahren, weil das Auto... Bewegt sich ja nach vorne so, der wäre mir dann seitlich vielleicht noch rein und ich glaube, den hätte ich zeitlich nicht mehr geschafft. Ne, da hätte ich nicht mehr geschafft, vor mir auszuweichen. Ja, wollte mal noch ein kleines Lob an die Fahrer machen. Wenn man die erste Kurve von Kota und jetzt hier vergleicht, hat sich das hintere Feld gewaltig verbessert. Ohne Ausnahme, doch sehr fair. Ja. Hat das geschrieben? Ja, Chemiklo. Aber ich muss ja, schon sagen, ich habe ja auch im Rennen gesagt, so, ist schon krass, dass wir die erste Kurve einfach so geschafft haben, ohne dass groß was passiert ist. Klar, ja. Es war halt eng und man hat es ein bisschen gerammelt, so ist klar, ne? Aber wir sind durchgekommen. Ja, wer hat denn da Platz 1 gemacht? Werd ich weiß das ich nicht, Virto vielleicht? Nee, ich war Was, das. Kuhn? Chemie Kuhn? War das. Nee, Kuhn auch nicht. Aber ich habe vor Boris trotzdem die beste Runde gehabt. Boris ist bloß Zweiter mit der besten Runde. Also ich 15 Punkte, yay. Kuhn hat nicht mitgemacht. Haben wir den war schon raus. Grenzwertig ein bisschen, aber ja. So, Virto. Virto ist Zweiter geworden und kriegt dadurch seine 11 Punkte. Wer war Dritter? Haben wir einen Tenchi? Das habe ich auch nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Auf den dritten Was mit dir, ey? Gib mir Punkte. 9 Punkte. Der 9. Blauprinz. Auf dem vierten Platz. Auch eine sehr stabile Position für Blauprinz. Direkt mal 7 Punkte hinterher. So, dann haben wir Boris auf dem fünften Platz. Boris auf dem fünften Platz kriegt immer noch 6 Punkte. Als erstes Rennen in dieser Saison. Ja, jetzt hat er ziemlich viel Pech gehabt. Oder generell haben sie alle Pech gehabt mit ihren Reifen. Weeper, 5 Punkte auf dem sechsten Platz. Und Eichi auf dem siebten Platz, das Schlusslicht, mit 4 Punkten. So, Rennen Nummer 2. So, da ändert sich ja eigentlich gar nichts großartig an der Liste. Sehe ich gerade. Virtu ist noch mit 1 Punkt drüber. Noch ist es nicht sortiert. Eigentlich ist noch ein Punkt über. Hä, wieso ist? Ja, ist doch eigentlich sortiert. Schon sortiert?
Ja, also das ändert sich halt nichts. Das ist ja, das meine ich ja. Ach so. Hat sich nichts geändert bis jetzt. Bis jetzt. So, jetzt kommt noch die nächste Runde. Die lief nicht so geil. Lass mich, ich mach da noch die Xer rein. So, Rennen 2 auf dem ersten Platz. Der Chemie. Oder? Ja, nee, aber das nee, ist das Falsche. Nee. Moment, ich habe trotzdem falsches Screenshot. Ich bin mega gut vorbereitet. Ja, da. 9 Punkte, nicht 3, Shio. Aber leider bloß nicht die schnellste Rundzeit, deswegen bloß 14 Punkte. Die hab ich gemacht. Auf dem... Nee, leider nicht. Nein. So, auf dem zweiten Platz, Virto. Mit der schnellsten Runde tatsächlich sogar. Das heißt, er kriegt 12 Punkte. Auf den dritten Platz, der Reaper. Ist doch wieder was kaputt. Bekommt immer noch 9 Punkte. 11 Punkte. Punkte. Ja, warte mal, hast du die 12 Punkte gerade bei Kuhn reingeschrieben? Ja, ne? Habe ich gerade bei Kuhn reingeschrieben. Gut, dass du aufpasst. Ich dachte, die Tabelle ist wieder kaputt, aber... Ich wollte bloß Virto benachteiligen. So, auf dem dritten Platz. Auf dem vierten Platz Boris. Boris, sehr stabile Zeit. Schön konstant durchgefahren anscheinend. Mit 7 Punkten. Auf dem fünften Platz Bogoslav, ein neuer Kollege, den wir jetzt erstmal eintragen müssen. Ach, stimmt. Auf dem fünften Platz, dafür kriegt er 6 Punkte. Dann kommt Blauprinz auf dem sechsten Platz und bekommt dafür 5 Punkte. Blauprinz hält sich stabil. Tenshi auf dem siebten Platz, ist anscheinend nicht so gut gelaufen wie im ersten Rennen. 4 Punkte. Ich wurde übelst weggekickt. Und Aichi auf dem achten Platz. Aber er hat leider aufgegeben, deswegen bekommt er keine Punkte. Das tut mir leid, Aichi. Das habe ich auch gesagt, er hat doch vorhin aufgegeben beim Rennen davor, oder nicht? Ich denke, das Rennen wird für ihn sowieso gelöscht werden. Das war nicht sein Wochenende. Wer ist denn Aichi? Ach, hier ist Aichi. Das aber der hat doch beim ersten Rennen, glaube ich, auch aufgegeben, oder nicht? Nee, er hat er nicht. Beim ersten Rennen ist er noch zu Ende gefahren, aber gut lief es auch nicht. Nee, ich glaube, der stand dann auch in der Box rum. Stand auch in der Box? Ja, ich kann gerne mal gucken. Ich bin dreimal an ihm vorbeigefahren. Ich guck's mal nach. McLaren, ja. Bogislav ist McLaren gefahren. Aber das ist, meine ich halt, einfach trotzdem zu Ende fahren, weil wir sind so wenig Leute. Punkte gibt's irgendwie immer noch. Doch, man hätte doch Vorletzter werden können. Ich bin dreimal durch die Box gefahren, also hätte er locker dann schaffen können. Entschuldige ich mich und nehme Aichi die Punkte noch weg. Es tut mir leid, Aichi. Tut mir auch leid, Aichi. Ja, es wird wahrscheinlich eh gelöscht für ihn. Ja, das wird sowieso gelöscht sein. Egal. So, dann gucken wir uns mal die Punkteverteilung an. Möchtest du die neue Reihenfolge? Die neue erzählen? Reihenfolge? Ja, also ist Virto immer noch ganz oben? Nee, tatsächlich nicht. Nein, ich akzeptiere das nicht. Achso, ist immer so, leider. Ja, ihr seht ja hier, Chiviklo, Virto, großen Abstand zu Kuhn, ey, das ist ja krank, ey. Und dann kommt Kuhn, dicht gefolgt von Sven, mit einem Punkt Abstand bloß. Schon krass. Leute, danach komme ich mit ganzen 11 Punkten Abstand. Aber Aichi ganz dicht hinter mir mit einem Punkt. Blauprinz kommt jetzt auch langsam. Man sieht hier schon, ne? 4, 4, 4, 4, 4, 5, 7, 5. Also der kommt schon langsam höher jetzt. Der wird besser. Dann kommt Revi, aber heute war er leider nicht da. Ja, dann kommt doch Boris, der fängt jetzt erst an. Der hat jetzt hier Unfall gehabt mit Finger und so. Jetzt geht's wieder richtig los. Dings ist noch gar nicht drin jetzt hier in der Tabelle. Nee. Das muss ich noch übertragen. Aber der wird auch dann, also hier, Bogoslav wird da unten sein. Welche Nummer wird es diesmal sein? Was tippt ihr? Ich glaube ja, das ist Sakito. Ja, hast du Fuji schon rausgenommen? Sakito wird's. Hast du gehört? Hast du Fuji rausgenommen? Ja, natürlich. Okay. Ich hoffe, es wird wörtlich ins Gelände. Das wäre mal eine schöne Strecke. Da hätte ich Lust drauf. Oder Belfast. Die Musik ist so laut, dass ich euch nicht höre. Ja, jetzt ist er endlich offen, jetzt geht's los. Wer fällt rein? Da quetscht sich einer durch. Es ist die 5. Die 5. Die 5 ist... Alter, wie hoch ist denn die Verzögerung? Ich sehe noch gar nichts, Leute. Bestwurst. Och nein. Bestwurst oder so. Yay. Badewurst. Bratwurst. Bratwurst auch genannt, ja.
Bratwurst. Richtig. Aber nächstes Mal kommt erstmal Le Mans Bukati. Bla bla. Bukaki? Bukake. Bukati, ja. Le Mans Bukake. Ja, hab ich das echt gesagt? Genau. Nein. Okay. Das war aber so komisch. Das kommt erstmal nächste Woche und darauf kommt dann die Bratwurst. Und dann mal gucken, was es noch gibt.